Also Röntgenbilder werden auch manchmal ein bisschen überschätzt, ja. Ein Röntgenbild allein ist eigentlich gar nichts wert, ja, ohne den klinischen Befund. Und je besser der ist, einschließlich Vorbericht, desto mehr ist auch mit dem Röntgenbild anzufangen. Es ist zum Beispiel so, dass weder bei Protodrolose-Hufvollendentzündung noch bei SPAT eine eindeutige Korrelation gezogen werden kann zwischen dem Grad der Röntgenveränderung und der Lahmheit. Ja. Das muss man also immer bedenken. Deswegen sind Röntgenbilder alleine nicht so furchtbar aussagekräftig, obwohl sie sehr hoch bewertet werden, weil sie natürlich immer am Schluss der Untersuchungskette sozusagen stehen und dann sozusagen Licht ins Dunkel bringen. Das stimmt ja auch. Ja. Diese schwarze gewölbte Linie über dem Hufbein, das ist der sogenannte Hufgelenkspalt. Ja. Gefällt mir genau im Cursor, sehr gut. Und ich kann es mir nicht verkneifen, ich muss halt immer darauf hinweisen, weil es auch manchmal falsche Zeichnungen gibt. Das ist natürlich kein Spalt, sondern klar, die Knochen sitzen fest aufeinander, wenn das auch am aufgehobenen Huf. Sondern was wir hier sehen, sind die beiden Knorpelschichten, die aber vom Röntgenstrahl durchschossen werden sozusagen. Und der Röntgenstrahl geht durch den Knorpel durch und schwärzt die Platte dahinter stärker als beim Knochen. Das heißt, es erscheint dann wie ein Spalt. Aber der Ausdruck Spalt ist eigentlich falsch. Ja, das sind die beiden Knorpelschichten, die zusammen diese schwarzen Streifen ergeben. Und man kann übrigens durchaus an der Form dieses Spalts sagen, ob die beiden Knorpelschichten auf jeder Seite, also am Hufbein und am Kronbein, ob die wirklich ordentlich dick sind. Es gibt Röntgenbilder, wo man sehr deutlich sieht, dass das auf einer Seite hin schmäler wird. Das heißt, dass der Knorpel schon verschließen ist. Ja. Genau. Und im Hufbein noch, ehe ich auf die Spitze eingehe, sieht man sehr schön diese großen Kanäle, und auch die Blutlakunen. Da sieht man sehr schön, wie reich das Hufbein durchblutet ist. Und dieser Abbau in der Spitze, ja, wenn ihr genau hinguckt, seht ihr unten in der weißen Linie, da wo der Dreck drin ist, seht ihr eine Entsprechung. Seht ihr das? Da ist auch so eine Vorwölbung. Und ich traue mich fast wetten, dass das Pferd an der Stelle eine Hornsäule hatte oder hat. Ja. Also eine leichte Verdickung des Hufhorns und zwar nach innen. Ja, nach außen geht nicht wegen der Spannung, die meistens vom Kronsaum runterwächst. Und das Überraschende dabei ist, das heißt, es ist eigentlich nicht überraschend, aber im ersten Moment ist es überraschend. Das Horn ist ja, wenn es mal rausgewachsen ist, ist ja tote Substanz. Aber das Hufbein nicht, der Knochen kann reagieren und der reagiert auch auf den Druck, indem er nämlich abgebaut wird in dieser Zone. Und das sieht man hier. Ja, der Hufbeinbogen ist eindeutig nicht vollständig. Also da muss irgendwo eine Entsprechung im Horn sein, also eine relativ flach ausgeprägte Hornsäule. Und das sieht man auch an der weißen Linie sehr schön, meiner Meinung nach. Ganz Ist dir interessant, der das Nebenbefund, ach so. aufgefallen, Christina? Ist das bekannt oder? Eine Hornsäule tatsächlich nicht, aber er hat immer an der Zehenspitze, ja, wie so ein Loch in der weißen Linie. Also, Ja, das kriege ich auch nicht zu genau. Und ich wusste bis jetzt nie, was es ist, aber ja, dann wissen wir das jetzt wohl. übrigens noch ganz kurz zur Hornsäule. Eine Hornsäule wird nur dann behandelt, das meistens ist es ein Zufallsbefund, so wie hier auch. Und man behandelt die nur dann, wenn man sicher ist, dass sie eine Lahmheit verursacht. Ansonsten lässt man es und beobachtet, oder wenn es natürlich eitrig ist. Ansonsten lässt man es und beobachtet es, denn die Behandlung ist ungeheuer aufwendig. Da wird entsprechende Stück Horn entfernt, meistens in Vollnarkose, und muss dann wieder runterwachsen. Und dabei ist die Gefahr groß, weil das Hufbein ja deformiert ist, dass es wieder genauso runterwächst. Da hat man gar nichts gewonnen. Also das macht man nur, wenn man unbedingt muss. Das ist meine aller Kürze dazu.